Hallo meine Lieben, ich habe heute mal eine Pop-up-Karte für euch. Das Video, kann ich euch gleich sagen, wird richtig chaotisch. Ich bin auch ein bisschen verschnupft und kränkel ein bisschen rum. Deswegen gab es auch länger kein Video, weil ich nebenbei auch noch meine Kollegin sehr oft vertrete, weil die sehr viele Überstunden noch hatte und sehr oft in Urlaub auch war. Und ja, da ist eigentlich nur Zeit geblieben, ein bisschen was fürs Design-Team zu machen, für Cartino. Und ja, viel spazieren zu gehen, zu chillen und nicht so viel zu basteln. Wie gesagt, das Video wird ein bisschen chaotisch. Ich habe hier mit der Karte auch ein bisschen zu sehr übertrieben. Das ist so eine Freestanding-Pop-Up-Karte. Findet man bei ganz vielen amerikanischen YouTubern. Da habe ich mir auch die Maße hergeholt und die Idee, das so ein bisschen übertrieben zu machen, beidseitig, ist mir gestern gekommen, als ich ein Video geschaut habe. Der hat das nicht so doppelseitig gemacht, aber sie hat eine Karte geschenkt bekommen, die so war. Und da habe ich gedacht, das ist eine geile Idee, das mache ich auch. Und das wird in diesem Jahr wahrscheinlich auch die Karte, die ich der Familie so zu Weihnachten schenke, wenn wir zum Essen gehen. Und das Ganze kann man, ich zeige euch, naja, es ist jetzt zu spät. Das Ganze kann man so aufklappen. So. Und das steht dann. Kann ich euch natürlich nicht zeigen, wie das aussieht, deswegen kippe ich die so ein bisschen. Und so sieht es dann aus. Einmal von der Seite, das wäre ja dann der Gruß zum Neujahr 2018. Und das wäre dann der Weihnachtsgruß. Hier habe ich noch so ein Double Stand-Up gemacht. Da habe ich hier noch so ein Häuschen reingeklebt. Habe ich auch mit dem gleichen, der gleichen Technik gemacht, wie das auch gemacht ist. Einfach so ein halben Zentimeter umgeknickt und geklebt. Aber das zeige ich euch am Video. Wie gesagt, das ist recht chaotisch. Bevor ihr anfangt zu basteln, guckt es euch erst an. Dann wisst ihr auch genau, was ihr alles nicht machen solltet. Ja, ich finde sie ganz gelungen. Bis auf die Sache, dass mir die Seite doch besser gefällt, was ich am Anfang nicht dachte, als diese hier. Ich habe es wahrscheinlich ein bisschen zu sehr übertrieben. Die 2018 ohne den ganzen Chichi hätte vielleicht auch gereicht. Ja. Wie gesagt, jetzt weiß ich, was ich alles anders machen muss bei den Karten, mit der ich dann in Produktion gehe. Hier unten habe ich dann die Weihnachtsgrüße hin. So, ich muss das Ganze jetzt mal wieder zuzuppeln. Weil das hätte ich euch am Anfang zeigen sollen. Wie gesagt, dass das so schlecht zugeht, das ist nicht Sinn der Sache. Da muss ich noch dran arbeiten. Und hier habe ich dann halt, wenn sie zusammengeklappt ist, das ist dann auf dem Boden, das sieht man dann später nicht mehr. Da habe ich dann einmal den Stempel in Rot gemacht und auf der Seite habe ich ihn einmal in Grün gemacht. Also je nachdem, was man, wie man die Seite auch aus dem Umschlag rausholt. Und ja, ihr werdet jetzt sicher viel Spaß haben beim Gucken des Videos. Manche Wörter fallen da wirklich sehr oft, die nicht so gut sind. Bringt eure Kinder in Sicherheit. Die brauchen das nicht wirklich zu gucken. Ja. Wie gesagt, ich finde die Karte richtig toll. Gerade auch so, dass man die auch beidseitig nutzen kann. Natürlich kann man auch nur eine Seite machen und lässt die andere Seite. Ihr dürft nicht vergessen, das dann auch hier immer rauszuholen, das Häuschen. Wenn ihr auch so ein Double macht. Und man kann das Ganze natürlich auch nur einseitig machen. Dann klappt das vielleicht auch mit dem Rein- und Rausschieben ein bisschen besser. Oder ihr macht den Schlitz einfach ein bisschen breiter. Ich finde die Karte toll. Und ich mag ja eher so ausgefallene Sachen. Und ja, wenn das dann so, kann man sich ja auch hinstellen bis zum Neujahr. Oder bis zum 6. Januar kann man es auch noch stehen lassen. Hat man was Schönes stehen. Ja. Wie gesagt, guckt euch erst das Video an, bevor ihr anfangt mitzubasteln. Ihr könnt einiges lernen, was man besser macht.
als ich und ich wünsche euch viel Spaß. So, was brauchen wir jetzt für diese Karte? Viele, viele Deko-Sachen, die lege ich erstmal zur Seite. Und sage euch erstmal, was wir zuschneiden müssen. Hier kommt es natürlich darauf an, wie ihr eure Karte machen wollt. Das muss hier bleiben. Ich möchte, dass man die Karte, wie ihr schon gesehen habt, von beiden Seiten nutzen kann. Das soll eine Weihnachtskarte und eine Neujahrskarte werden. Und dazu brauchen wir einmal die Basis. Das ist ein Cardstock. Hier habe ich 280 Gramm. Da habe ich mir den von Cartino rausgesucht, weil was ich da hatte, konnte ich nicht gut kombinieren und ich wollte zwei Farben haben. Und dieses Vintage mit diesem Vintage Anthrazit hat super gut gepasst und die Beschreibung passt zwar nicht, Blütenstaubgelb. Es ist irgendwie auch nicht gelb, aber es hat so, ich weiß nicht, ob man das hier einfangen kann, es hat halt ein bisschen was drin. Und das passt für das, was ich vorhabe, ganz gut. Das hat 280 Gramm. Und das ist 4¼ mal 11 Inch. Ich habe das in Inch gerechnet, weil Zentimeter ist ein bisschen schwierig mit dieser Karte. Und deswegen habe ich das so gemacht. Und ich wollte, dass die noch in den Briefumschlag passt. Das müsste eigentlich ganz gut gehen. Ich mache die jetzt mit euch auch das erste Mal. Ich weiß überhaupt noch nicht, ob ich das hinkriege. So. Dann müssen wir das jetzt falzen an der langen Seite bei 1 Inch, bei 2¾, bei 3¾, bei 5½, bei 7¼. 8¼ und bei 10. So. Und das ist das, was wir schon mal machen müssen. Dann können wir das Ganze auch schon mal falzen. So. Meine Nase juckt. Dann erstmal weg. Dann können wir hier schon mal doppelseitiges Klebeband aufbringen. Und zwar an der Faltkante praktisch außen. Rote Tape. Ich weiß nicht, ob das auch Sticky Tape ist. Habe ich von AliExpress. 50 Meter die Rolle. Es ist, klebt echt wie Hulle. Aber es ist super unhandlich. Bei manchen sehe ich, auch bei diesen großen Rollen, dass sie das so zwischen die Hand nehmen. Ich kann das nicht. Irgendwie habe ich dauernd dieses Klebezeug an den Fingern hängen. Also es klebt wirklich super. Nur ist super unhandlich. 50 Meter auf der Rolle. Ja, ich habe es mir trotzdem nochmal nachbestellt. So. So, jetzt hoffe ich, dass mein Schneidebrett funktioniert. Ich habe die neuen Messer noch nicht drin. Wir müssen uns jetzt an dieser 5½ Falzlinie einen kleinen Schlitz schneiden und zwar so, hier mache ich es jetzt so, an dieser 5½ Inch Falz
habe ich mir jeweils vom Rand einen halben Inch angezeichnet. So. Das ist ein ganz kleines bisschen umständlich. So. Das Ganze hätte man auch mit einem Cuttermesser machen können. Und einer Schneideunterlage. So, wenn ihr das Ganze jetzt nur so machen möchtet, dass ihr nur dieses eine Teil habt, was hier drin praktisch, ich habe es nicht weit genug geschnitten, muss ja hier so rein, ne? Und das müsst ihr dann auch gut rausziehen können und das muss auch passen. So, ich möchte jetzt beide Seiten noch bekleben, das heißt, es wird ein bisschen dicker. Wenn ihr hier nur so ein Teil habt und nur ein ganz kleines bisschen was drauf, müsst ihr den Schlitz nicht unbedingt erweitern. Ich mache das jetzt so, dass ich mir den ganz kleines Stückchen, also maximal vielleicht ein kleines Zentimeterchen, dass es kaum sichtbar ist. So, dann könnt ihr das erstmal zur Seite legen, weil jetzt kleben wir erstmal das Teil und können später noch gucken, ob es durchpasst. So, das ist jetzt 5 1/4 mal 3 1/4 und das ist das Teil, was nachher diese Standkarte ausmacht. So, ich habe es jetzt so gemacht. Ich habe transparentes Papier mit einem Embossing-Folder durch die Big Shot gejagt. Und es gibt einen ganz guten Effekt, weil das, was embossed wird, wird weiß. Und ich habe mal die Zweige genommen und ja, diese Schneeflocken. Ich glaube aber, dass mir die Schneeflocken besser gefallen und die würde ich mir jetzt hier aufbringen. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Kleber auf den Schwamm hier. So auf den Schwamm und tupft es einmal am Rand lang. Letztens eine Box gemacht. Da habe ich es auch so probiert, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Man hat diesen Kleberrand trotz allem gesehen. Also ich bin jetzt hier gerade aus dem Bild draußen, weil ich das natürlich auf so einer Silikonmatte mache. Dekopapier nehmt oder so wie ich, transparentes Papier, muss das 5 1/8 mal 3 Inch sein. Na, ich glaube, das hat diesmal ganz gut funktioniert. Man sieht ein bisschen was, aber es ist auf jeden Fall schon besser. Wie gesagt, man gibt hier einfach ein bisschen Kleber drauf und tupft es dann so ab und dann tupft man das so drauf. Das habe ich mir, ich muss gucken, ob das jetzt noch klebt. Eigentlich wollte ich ein Feuerwerk machen für die andere Seite, fürs Neujahr. Das hat alles nicht so funktioniert und jetzt habe ich mir einfach von so einem Stencil, was ich mir mal von Action geholt habe oder mitbringen lassen habe und habe das mit diesem Cosmic Shimmer, das glitzert wie verrückt, hier drauf gemacht und das fand ich gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich da
das ein bisschen ordentlich hier auch drauf kriege. Also das Ganze nochmal. Das kann ich euch mal ranholen, weil da riecht nicht mehr so viel. Ich gebe mir hier gut Kleber drauf. Gehe dann hier rein. Tupfe das nochmal ein bisschen ab. Und dann gehe ich hier nur an den Rand lang. So, dass man halt merkt, dass da was ist. Jetzt hier auch nicht so drauf rumrubbeln, weil dann gehen natürlich die embossten Punkte ab, weil das transparente Papier ja doch sehr locker ist. So, es muss auf jeden Fall kleben, sonst wird das Ganze nichts. Ich glaube, da muss ich nochmal nachhelfen. Jetzt mache ich mal das ganz schlimm nach unten. Dann dachte ich hier, dass ich mir hier eine 2018 draufklebe. Das ist das Kupferpapier auch von Catino. Ich finde das total toll, weil wir kennen ja alle dieses Papier aus dem Action, was ich auch toll finde, aber das ist leider hinten weiß. Und das ist auf beiden Seiten. Und gerade für meine Idee, die ich jetzt hier habe, brauche ich es genau so. Deshalb finde ich es richtig, richtig gut. So, hier mache ich jetzt nicht groß was mit Abstandshalter. So, wäre toll, wenn ihr jetzt kleben bleibt. Jetzt drehen wir das Ganze um und kleben uns die andere Seite. Hier weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so recht, was ich machen möchte. Übrigens habe ich hier zwei kleine Zahlen genommen, weil ein bisschen was verschwindet ja in der Karte und das hätte nicht gereicht. Deswegen habe ich die zwei kleinen noch genommen. Die hatte ich mal von AliExpress. Ich kann euch das gerne alles mal verlinken. So. Jetzt habe ich gedacht, ich mache das so. Und den da drüber. Den habe ich eingesprüht mit diesem Watercolor Spray White Shimmering. Und gibt einen ganz guten glitzernden Effekt. Ich glaube, ich kann das euch jetzt nicht zeigen. Wo bin ich denn? Hier. Das gibt's doch nicht. Was ist denn heute los? Wird nichts. Es fängt den Schimmer irgendwie nicht ein. Jedenfalls schimmert das. So. Also so ein chaotisches Video gab es auch schon lange nicht mehr von mir. So, und hier kommt das Ganze hin. Dass hier jetzt Kleber dran ist, macht nichts. Weil jetzt wird er eh gleich festgeklebt.
warum der Kleber unbedingt aus meinem Tombow raus möchte, weiß ich auch nicht. Hat das jemand von euch auch? Ich habe das normalerweise nicht. Ich hoffe, das funktioniert. Hier habe ich einfach die beiden Farben nochmal aufgegriffen und gedacht, vielleicht ist das eine ganz gute Idee, dass ich die so übereinander lege. Ich bin schon gespannt, ob das was wird. Das soll vorne dran. Das ist da. Deswegen ist das ganz gut, wenn ihr euch das so macht wie ich. Erstmal vorbereitet. Jetzt gehe ich noch ein bisschen auf die andere Seite rüber. Auf die andere Seite von der Falz. Ich will es auf jeden Fall vorher testen, bevor ich es hier dran habe. Und das funktioniert nachher nicht. Also wie ich gesagt habe, ihr müsst unbedingt alles, was ihr hier oben drauf habt, festkleben. Sonst wird euch das abreißen. So weit guckt das raus. So, das funktioniert auf jeden Fall. Den Schlitten oben muss ich noch festkleben. Ich habe gedacht, dass ich mir hier so eine Doppelslider, so ein Doppel so werde ich hier vielleicht weiter noch einen kleinen Schlitz setzen. Also hier reicht jetzt wirklich auch nur, wenn ihr einen Schlitz macht. Und das müsst ihr natürlich da vorne machen, wo ihr gerne noch ein Element hinhaben möchtet. Das Ganze habe ich hier unten so ein ganz kleines bisschen umgeknickt. Das ist dann nochmal irgendwie, habe ich heute enorme. Dass man das hier dann hier unten noch dran kleben kann. Das mache ich aber später. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier drum. Und zwar schieben wir das Ganze so rein. Man könnte jetzt natürlich noch überall, ich habe den Schlitten noch nicht festgemacht, man könnte jetzt natürlich überall noch das hier verzieren. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass es sehr schlicht bleibt. Zieht ihr euch das Ganze hier rein. Und das Ganze muss dann so sein, dass ihr das hier unten, habe ich jetzt extra mal näher rangeholt, umknickt. Und das
Wohin ist denn jetzt? Muss komplett runter. Also es sollte genau da unten abschließen, vielleicht ein bisschen drüber lassen. So, dann mache ich jetzt gerade mal hier den Kleber ab. Ziehe mir das Ganze runter. Das obere Teil habt ihr da ja geklebt, das können wir jetzt schon abmachen. Das knickt ihr dann um. Und dann könnt ihr das bündig hier unten zusammenkleben. Und hier würde ich es jetzt tatsächlich so machen, dass ich nur den unteren Teil festklebe und die Bäume freilasse. Auf das Mittelteil, das was nachher zu uns guckt. Das muss ich dann noch ein bisschen abschneiden. Achtet darauf, dass ihr das vielleicht ein bisschen über der Falzlinie macht. Also, falls ihr da was macht. So, das Ganze funktioniert schon mal. Das machen wir auf der anderen Seite auch noch. Da habe ich mir dieses Feuerwerkteil genommen und auf die Breite zugeschnitten, wie das hier sein muss. So, wo ist das Ende? Da. Das klebe ich hier genauso. Also da mache ich nämlich auf jeden Fall das Breitere. So, dann sieht die eine Seite so aus. Ich muss euch wieder ein bisschen wegmachen. So. Das ist dann die Seite, wo man noch einen Neujahrsspruch hin machen kann. Und das ist die Weihnachtsseite. Hier haben wir ja jetzt noch das eine Teil. Was wir uns hier durch den Schlitz stecken können. Auf jeden Fall erstmal durch den Schlitz, bevor ich das abmache. Hm.
So. Und das wäre dann praktisch so ein Double Stand-Up Pop-Up Karte. Wenn man hier noch was hinmacht und wenn man das Ganze wieder zusammen macht. Also es war eine super blöde Idee, hier mit so viel ...3D-Effekten zu arbeiten. Wie gesagt, da muss ich noch nachbessern. Aber zum Zeigen ist das ja nicht so wild. Oder ihr müsst die Sachen wirklich Bombe festkleben. Die ganze Karte sieht dann zusammengelegt so aus. Die hat ungefähr eine Größe, eine Breite für den Briefumschlag von 10,8. Also es müsste noch in den Briefumschlag passen. Und die Länge ja sowieso, oder man nimmt so einen quadratischen, die sind ja 15×15. Und ja, ich würde mir jetzt hier jeweils noch so einen kleinen Spruch stempeln, der dann später aber nicht mehr zu sehen ist. Das ist ja der Boden hier unten. Und hier will ich mir dann auch noch was stempeln. Ich finde die richtig toll, weil man die sich dann hinstellen kann. Und gerade auch mit diesem doppelten finde ich das auch super. Ist auch ganz leicht festgemacht. Muss man dann später nur auch so wie diese Karte so ein bisschen rausziehen, damit es dann richtig steht. Sollte man deswegen auch mit doppelseitigem Klebeband machen, dann hält das besser. So, meine Lieben, das war's mit diesem chaotischen Video. Ich hoffe, ihr könnt das trotzdem irgendwie nachbasteln und habt Spaß daran. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal mit einem Craft-Update wieder. Ich habe im Moment ein bisschen was gemacht, immer für das Design-Team und ja, habe viel Vertretung auf der Arbeit gehabt und konnte da nicht so viel machen und ja, kränkel so ein bisschen rum, schon länger. Ich hoffe, es wird irgendwann mal wieder ein bisschen besser. Und ja, ich verabschiede mich jetzt von euch, bevor ich noch mehr Quatsch rede, und bis bald!